TV Straßensound. AYUME ist einfach AJ und Meezy abgekürzt. Hier war es auf jeden Fall anfangs Assad und Sammy gewesen. Dann eine Zeit lang viel Banjo auf jeden Fall. Auch, dass das hier gerade euer Label-Manager, glaube ich, ist. Das ist der Label-Boss. Ach, Label-Boss. Mhm. So nennt man ihn. Das wird doch jetzt da, glaube ich, wieder eine Gegenbewegung geben oder eine Entwicklung geben, die da wieder zurückgeht, weil die Leute auch keinen Bock mehr haben, dir dabei zuzuschauen, wie du die Eier rasierst. Keine Ahnung. Kriegt man dann die Hörer dazu oder wie generiert man Fans? Durch Persönlichkeit ist man als Rapper mittlerweile einfach nur noch eine Actionfigur, ja, die halt so da ist und die dann irgendwie alles Mögliche macht, damit man irgendwie im Gespräch bleibt. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound, heute aus Hannover. Mit den Jungs. Am besten stellt euch mal selber vor. Mein Name ist AJ. Ich mache schon knapp 10, 12 Jahre Musik. Wir waren zusammen, also der Meezy und ich waren zusammen bei Nonplusultra und haben seitdem weiterhin Mucke gemacht. Okay. Ja, mein Name ist Meezy. Die Laufbahn ist ähnlich. Wir sind, wie gesagt, seit längerer Zeit schon gemeinsame Musik machen und mittlerweile halt auch als Team AYUME unterwegs. Und nochmal ganz kurz auf die Frage zu antworten, AYUME ist einfach AJ und Meezy abgekürzt. Also hätte auch AYUMEZY heißen können. Okay. Und daher haben wir es, die Beats hießen so, die hießen AYUMA, weil mein richtiger Name ist Marius. Und der Produzent die Beats hat die alle so genannt, AYUMA 1, AYUMA 2. Okay. Und wir fanden das Wort interessant und dann haben wir gesagt, ey, AYUMA, naja, Meezy ja mittlerweile, okay, AYUME. Und so ist AYUME geboren. Und ja, ansonsten sind wir beide auch Solo-Künstler. AJ macht Solo-Shit, hat schon 2 Solo-Alben rausgebracht, 1 über hiphop.de exklusiv und ich mache auch noch Solo-Zeug, habe jetzt unter Meezy auch ein Album, Der König ist tot, rausgebracht, 2012. Ja, auf eure Historie kommen wir gleich nochmal. Erstmal, woher kommt ihr, also aus welcher Stadt? Wir kommen beide aus Frankfurt, sind da geboren und aufgewachsen. Wo aus Frankfurt? Also ich bin in Bornheim geboren, dann habe ich in Rödelheim gewohnt, dann habe ich im Gallus gewohnt, dann habe ich im Ostend gewohnt und jetzt wohne ich in Bröngesheim. Aber Frankfurt ist jetzt nicht so groß wie Berlin, also wenn du in Frankfurt wohnst, dann kriegst du alles um dich rum mit. Okay. Ja. Die Mucke aus Frankfurt, hat die euch geprägt? Die haben auch eine sehr, sehr starke, oder ihr habt auch eine sehr, sehr starke Hip-Hop-Historie, was eure Stadt angeht. Also wer waren da eure Leute, die ihr als Vorbilder gesehen habt? In einem Track habt ihr eure Vorbilder, also eure amerikanischen Vorbilder, halt vorgerappt, aber wer war das so aus Deutschland? Also bei mir, da sind wir unterschiedlich, weil wir sind musikalisch auch sehr unterschiedlich. Bei mir war es auf jeden Fall anfangs Assad und Sammy gewesen. Dann eine Zeit lang viel Banjo auf jeden Fall auch. Und ja, auch bis heute so mit die Künstler, die ich mit am meisten feiere auf jeden Fall. Und auch Tone aus Frankfurt, natürlich ganz krasser Künstler. Und, aber ich muss ehrlich sein, ich habe mich natürlich immer eher mit den amerikanischen Rappern irgendwie verglichen, weil ich mehr darüber geschielt habe, vielleicht auch wie viele, aber nichtsdestotrotz habe ich auch die deutschen Alben gekauft, also die ich gerade genannt habe, da habe ich auch alle Alben im Schrank hängen. Wer waren deine musikalischen Vorbilder? Ja, Vorbilder tue ich mich immer schwer, aber ich fand auf jeden Fall Azad richtig krass. Mhm. Ich habe auch jedes Azad-Album gekauft, auch wenn ich die letzten nicht mehr so geil fand, aber ich bin mies gespannt aufs neue Album. Ich fand die alten Savas-Sachen krass, so diese okay. West-Berlin-Maskulin-Dinger, wo es noch auf Kassette war. Und das neue Album nicht mehr, oder wie schaut's da aus? Nee, die neuen Sachen finde ich nicht mehr so geil. Der ist ein krasser Rapper auf jeden Fall, aber es kickt mich halt nicht so krass. Was fand ich noch geil? Tone fand ich geil. Ja, und halt diese Leute aus Frankfurt, die man halt nicht kennt. Also da gibt es ja viele, sag ich mal, Leute im Untergrund, die jetzt gar nicht in Deutschland bekannt sind, aber die habe ich halt auch gefeiert. Die ersten FFMCs-Tapes waren krass, ich weiß nicht, ob du die kennst. Kenn ich leider nicht. FFMCs, nochmal Respekt an die Jungs, die haben krass viel gemacht. Effe und Mr. L fand ich früher krass, auch 2 Frankfurter. Ja, gibt viele Leute im Untergrund, die nicht so bekannt sind, sag ich mal. Okay. Ja. Für was steht das AJ in deinem Namen? Das sind meine Initialen. Okay, also ja. Vor- und Nachname. Genau. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben? Und die neue EP, spiegelt das euren Musikstil wider? Wie sie am besten? Eigentlich gar nicht. ja, es ist das Ding war ein Projekt, was ihr 6 Tage gestartet genau, habt, und dann ist war alles so irgendwie komprimiert. Richtig, also das Ding nochmal zu dem ganzen Produkt, einfach nochmal AYUME hier zu, nicht zu dem Sixpack, aber zu der Scheibe so. Ist einfach so, wir hatten beide an Soloalben zu tun, wir hatten beide gesagt, wir machen unser Ding, sind zu dem Zeitpunkt in ein neues Studio gezogen
Und hatten so ein Flash, so ey, wir müssen was Neues machen, wir haben Bock, so das neue Studio einzuweihen und lass mal was Neues machen, zusammen irgendwie im neuen Studio einfach ein paar Tage einschließen. Und ja, dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, haben uns mit D-Beats getroffen, also Dino, der die ganzen Beats geschraubt hat, und haben gesagt, ey, wir wollen überrascht werden. Mach einfach mal 6 Beats oder 8 Beats oder wie auch immer und zeig uns keinen einzigen. Und er so, ja, komm, ich zeig dir dann so ein bisschen. Nein, zeig uns nichts, wir wollen nichts hören. Und dann hat er es auch so durchgezogen und dann hat er uns Beat für Beat gegeben an diesen 6 Tagen. Erst den ersten Beat gehört. Es gab keinen so, oh, das gefällt mir jetzt nicht oder so, sondern ey, schreiben, machen, fertig machen, sofort den nächsten picken. Und da haben wir auch gar nicht so irgendwie den Anspruch gehabt, so ey, der Beat gefällt uns jetzt nicht. Die Beats gefallen uns alle so, ja, aber es ist nicht das, was wir picken würden normalerweise. Also AJ pickt sehr viel organischere Sachen, ich auch. Also so, jetzt nicht unbedingt Boom Bap, aber halt einfach ganz anders, nicht so elektronisch angehaucht, wie jetzt Ayume ist. Und das war auch der Reiz an dem Projekt. Und deswegen steht Ayume für sich und der Name passt auch irgendwie zu dem Sound. Also ich finde, das irgendwie ist eine ganz runde Sache geworden und deswegen wollen wir das auch wiederholen. Ja, wo habt ihr euer Studio und recordet ihr selber, mischt ihr selber ab oder macht das euer Produzent? Wir haben die Strukturen, also wir haben ein Studio, wo wir aufnehmen, wir haben Leute, die das mischen, ja, die Strukturen sind da. Ja, aber wir beide mischen jetzt nicht, also wir nehmen uns auf und recorden oder nehmen andere Leute auf, ja. Ist das Studio in Frankfurt und nehmt ihr da nur euch selber auf? Das Studio ist in Frankfurt, ja, und wir nehmen uns selber auf, wir haben auf jeden Fall auch andere Leute noch ab und an, die wir aufnehmen. Also bekannte Freunde, die auch zum Beispiel früher bei Nonplusultra waren, die auch mit uns immer im Studio waren oder auch Studiozeit bezahlt haben damals schon. Für denen steht immer die Tür auf, ganz klar. Und nebenbei machen wir auch andere Projekte. Workshops auch. Workshops, ja, wir machen noch Rap-Workshops nebenbei. Aber auch, wo gebt ihr die? Also in Schulen, Jugendzentren oder? Alles. Also wenn ihr hier auch Leute sucht, die Workshops machen. Ja. Wie schaut da ein Hip-Hop-Workshop aus? Also was macht ihr da genau? Eigentlich liegt das Hauptaugenmerk auf den Texten. Also dass halt die Jugendlichen wirklich sich reflektieren und ihre Texte schreiben und halt auch ein bisschen damit eventuell einen Anreiz kriegen, das auch weiterzumachen und sich halt so irgendwie auszudrücken. Und weil das Coole ist ja bei Hip-Hop allgemein, du brauchst nicht viel Geld, um das zu machen, weißt du? Jeder kann sich ein Programm runterladen, 30 Euro mal kaufen und der kann schon Lieder aufnehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Instrument spielen willst, musst du erstmal ober viel Geld hinlegen. Und gerade für Kids, die halt nicht viel Geld haben oder die nichts haben, ist das halt ein cooles Medium, weil die einfach nicht viel brauchen oder nicht viel Geld brauchen, um sich ausdrücken zu können. Ja. Wo gebt ihr eure Workshops, beziehungsweise wo habt ihr euren letzten gegeben und wie geht man da auf die, wie soll man sagen, auf die zuständigen Leute zu und sagt, hier, so sieht's aus, wir bieten Workshops an und wie nehmen die Leute das auf? Also die Kids nehmen das bestimmt gut auf, aber jetzt beispielsweise die Lehrkräfte, wie nehmen die das auf? Also es ist unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Workshops leite, immer so diesen Grundtenor, dass ich sage, so, es gibt keine Zensur bei mir. Also ich lasse die Kids alles schreiben, was sie möchten. So, irgendwelche Schimpfwörter ist mir egal, aber ich konfrontiere sie natürlich damit und sage dann, hey, wie sieht's aus? Du musst halt auch in der Lage sein, das zu performen und wir haben vielleicht eine Präsentation, deine Mutter wird vielleicht auch da sein, also überleg dir halt, was du sagst. Ja, und das regt viel mehr zum Andenken an bei den Kids. Und in der Regel wird es gut aufgefasst. Also auch die Leute, die uns diese Workshops quasi, mit denen wir zusammenarbeiten, die Jugendzentren oder Medienzentren, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind immer relativ begeistert davon. Ja. Okay. Aber wir gehen damit eigentlich nicht so hausieren, dass wir Workshops machen. Wir brüsten uns nicht so sehr damit. Wir machen das einfach. Jetzt ist es das erste Mal rausgekommen. Okay, cool auf jeden Fall. Und die Jugendlichen berichten bestimmt selber davon, dass ihr denen die Workshops gibt. Also es ist ja bestimmt nicht so ein Undercover-Projekt. Nee, auf keinen Fall. Das nicht. Aber wir sind auch nicht die Einzigen. Ja? Yeah? Also es gibt in Frankfurt schon einige, ja. Okay. Aber viele Anlaufstellen noch. Aber es gibt ja auch viel Potenzial, viele Jugendliche. Ja. Ich finde, das ist auch nichts Beschämendes. Nee, cool. gar nicht. Aber es ist halt immer so dieses, das ist so wie wenn jemand Geld spendet, finde ich. Ich bin so, ja, ich habe Geld gespendet, hört euch alle, ich habe 20.000 Euro gespendet, so. Ja, dann halt doch das Maul und spend einfach, so. Okay. Weißt du, so sehe ich das ein bisschen, so, das ist so, man muss jetzt nicht damit großartig, jetzt haben wir es halt. Es ist raus und vielleicht rufen euch oder schreiben euch manche Leute und fordern selber einige Workshops an. Wer weiß. Was hat das hier auf sich? Das ist auf jeden Fall euer Cover, wie ihr vielleicht vorhin im Hintergrund gesehen habt, beziehungsweise hier oder auf den physischen EPs. Und was ist das für ein Getränk? Also was habt ihr damit vor?
kann der Marius mehr zu sagen. Ist einfach nur ein Gag. Ich war am Anfang auf jeden Fall verwundert, als ihr uns das auf den Tisch gelegt habt. Ist einfach nur ein Gag. Wir haben halt gedacht, ein bisschen als Promo-Werkzeug. Mhm. Und auch für Leute, die uns auch schon länger kennen und uns verfolgen, so als kleines Dankeschön, als kleines Gimmick. Wir haben jetzt letztens eine Verlosung gemacht, wo wir einfach die Piece nochmal in physischer Form verlost haben. Und dann haben wir gesagt, naja, dafür ein ganzes Paket zu verschicken, was können wir noch machen? Und dann kamen wir auf Energy Drinks. So. Und wir hätten auch Feuerzeuge machen können. Aber weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall eine nette Geste und es macht Spaß zu schenken und in dem Fall haben wir das noch mit dazu gepackt. Wann habt ihr mit der Musik angefangen? Also wann war das ungefähr, also wann habt ihr den ersten Text geschrieben? Weil mit der Rap-Musik fängt man ja wirklich ziemlich früh an, wo man schon den ersten Song hört, hat man schon einige Gedanken und fängt da ja sozusagen mit dem Rap ja schon an. Also AJ am besten. Bei mir war das so, ich habe diese ganzen ersten deutschen Rap-Dinger gehört, wie damals Afrop und so. Mhm. Und hab immer gedacht, ey, ich will auch rappen, ich habe auch was zu erzählen, aber ich hatte halt keine Freunde, die rappen, ich wusste nicht, wie das geht und so. Und da habe ich immer so im Kopf dazu so gefreestylt, sag ich mal, gell? Wenn ich in die Schule gefahren bin oder wenn ich draußen war. Und dann hatte ich einen Kumpel, der hat mich angerufen, der meint, ey, ich hole mir jetzt ein Studio, wir machen jetzt Musik, so von heute auf morgen. Und ich dachte so, okay, krass, der Chrisey, schöne Grüße an den. Und der hat sich dann ein Studio, also so ein kleines Studio eingerichtet und da haben wir einfach so angefangen, Mucke zu machen, ganz ohne Hintergedanken, einfach für uns und so kam das halt. Das war, ich glaube, ich habe meinen ersten Song 2001 oder 2000 aufgenommen. Okay. Aber das war halt so in Kinderschuhen, just for fun, das hat sich halt immer dann entwickelt und gesteigert. Und bei dir, Misi? Bei mir relativ rucksackmäßig auf jeden Fall. Auch ähnlich, aus Spaß, das eine zum anderen gekommen. Ich habe in einem Jugendhaus gebreakt und war so beim Breaken da quasi, da war ich ziemlich scheiße. Und oben hat tatsächlich noch, das war ich glaube 1998, 99, hat tatsächlich noch mein heutiger DJ auch aufgelegt und für die Breaker aufgelegt. Mhm. So klischeehaft sich das auch anhört. Und dann bin ich irgendwann hoch und habe gemerkt, so, ey, da unten zu breaken, ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Nach dem 10. Versuch eine Windmill anständig hinzubekommen, habe ich gesagt, ey, es geht einfach nicht mehr. Und dann bin ich hoch und habe mir das Mic einfach gekrallt, habe auch, glaube ich, ein, zwei Bier schon getrunken gehabt in jungen Jahren und habe dann die Flame imitiert. Was in dem Moment sau lustig war, aber mein heutiger DJ hat mich dann irgendwann zur Seite gezogen und meinte, ey, hör auf mit der Scheiße. Mach's richtig oder lass es. Und dann habe ich es einfach probiert zu improvisieren und damals war meine Crew die Feinschmecker gewesen. Und die waren damals auch schon alle da am Rappen und dann habe ich da einfach dann irgendwann gefreestylt. Und dann kam eins zum anderen und irgendwie ein halbes Jahr später kam das erste FFMCs-Tape raus. Mhm. Und da war mein erster Text, den ich hier geschrieben habe, auf einmal auf diesem Tape drauf. Und dann war ich drin. Und dann auf einmal ging's los. Wer war dein damaliger bzw. heutiger DJ? Wer ist das? Das ist Air Force One. Okay. Der ist auch in Frankfurt relativ bekannt. Grüße nochmal an Füßchen. Und auch nebenbei noch mein Grafiker, der auch alle Grafiken hier gemacht hat. Und ja, bis heute immer noch, seit 15 Jahren jetzt. Okay. Über die Vorbilder haben wir vorhin schon gesprochen. Gibt es da heutzutage noch Leute, wo ihr sagt, okay, die Mucke ist cool oder an die Mucke kann man sich ranhalten, beziehungsweise man möchte es ähnlich beziehungsweise gleich machen. Gleich bestimmt nicht, aber... International oder deutsch? International. Und dann vielleicht noch ein deutsches Beispiel. Ich kann auf jeden Fall sagen, wen ich krass feier. Also ich will es den jetzt nicht nachmachen, aber ich finde Devin the Dude ziemlich krass. Ich finde immer noch Tupac ziemlich, ziemlich krass. Ich finde eigentlich hier die Jungs, die ich hier auf dem Dings erwähnt habe, das sieht man gerade nicht, auf dem eigenen Held. Ich finde Busy Bone krass, ich finde Eazy-E immer noch krass. Mhm. Aber es gibt auch tausend Leute, die ich jetzt vergesse. Das ist immer so undankbar, wenn man gefragt wird, wen man geil findet. Und wenn ich heute heimfahre, dann fallen mir 10 weitere ein. Aber Devin the Dude, wer den nicht kennt, soll den auf jeden Fall abchecken. Das ist ein krasser Typ. Das war der Track Eigener Held, wo du alle deine Idole, sagen wir mal, alle Leute, erwähnt die hast. Feier, oder ja, feierst. Genau, Idol ist immer so ein bisschen. Ja, klar, hast recht. Aber ja, genau, das sind die auf jeden Fall, ja. Und bei dir gibt es da Leute, wo du sagst, ey, die machen coole Mucke und es ähnelt sich vielleicht mit meiner Mucke. Ja, ähneln würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das ist schwierig, man orientiert sich irgendwie so ja am Gesamten, was man so auffasst. Auch jetzt wieder auf der Herfahrt haben wir so viel verschiedene Musik gehört. Also es lief Red Hot Chili Peppers jetzt zum Beispiel. Okay. Ja.
Aber es gibt natürlich auch aktuellere Leute, die ich feiere. Also Kendrick, ganz klar. Ja, der ist krass. Schoolboy Q, auch. Sorry, Drake. Ich mag auch Drake. Ja, weil das ist so einer der meistgeheteten Rapper. Ja, die Mucke ist cool. Der macht auch krasse Musik auf jeden Fall. Ja, es gibt voll viele. Das sind jetzt so die ersten, die mir einfallen. Aber früher war es halt Method Man, Redman und sowas. Und auch bis heute immer noch geile Sachen dabei. Gerade hast du gesagt, dass du die Red Hot Chili Peppers gehört hast, oder habe ich mich da gerade missverstanden? Oder habe ich dich? Okay. Muss man als Rapper zwangsläufig die ganze Zeit nur Hip-Hop-Musik hören? Nein. Weil wenn ich da manchmal irgendwo zu irgendwelchen Interviews andüse und dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf Hip-Hop habe, haue ich auch einfach mal das Radio an und dann höre ich von mir aus, was weiß ich was. Wer läuft dann zur Zeit? J-Lo oder sowas. Also wie schaut es bei euch aus? Auf gar keinen Fall muss man die ganze Zeit Rap hören. Man muss sogar auch andere Sachen hören außer Rap, weil sonst, finde ich, stumpft man ein bisschen ab. Also ich kann mir nicht den ganzen Tag Rap geben, das geht nicht. In was für eine Stimmung versetzt euch der Rap von euch selber? Weil Hip-Hop ist ja meistens so etwas wie ein Moodmaker, so ein Stimmungsmacher. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, so einen Rapper hört, der jetzt übertrieben deep ist, ein bisschen depressiverer Sound drüber kommt, dass man halt selber auch ein bisschen nachdenklicher wird. Also, für was für eine Stimmung steht euer Sound? Ja, ich würde mal sagen, so wie die Stimmung von dem Lied ist. Wenn ich jetzt ein Lied gemacht habe, oder wenn wir ein Lied gemacht haben, was krass nach vorne geht, was einen krass kickt, dann kickt es mich auch beim Hören. Wenn es halt ein nachdenklicher Song ist, dann, ja, so wie der Song ist, wie der Mute ist. Unsere Musik ist halt auch sehr, sehr abwechslungsreich. Also, wir haben viele Mutes in unserer Musik, sage ich mal. Wir haben jetzt nicht nur eine Sparte. Aber ich merke sogar, also bei meinen eigenen Liedern ist es oft so, dass die mich dann gar nicht so kicken wie andere Lieder, weil das ist so ein bisschen was anderes für mich. Ich habe die ja gemacht und rausgeschickt, aber ich kann die nicht mehr so wirklich so krass konsumieren, wie ich was anderes vielleicht konsumiere. Okay, also ist das so zu verstehen, dass man seine eigene Mucke nicht so intensiv hören bzw. verarbeiten kann, oder wie schaut es aus? Oder habe ich da gerade Du hast recht. Dieses Intensiv ist der richtige Punkt, weil ich habe schon, oder bei dem Entstehungsprozess bin ich schon so intensiv da reingegangen, dass ich dann vielleicht doch erstmal, dann ist diese Intensivität aus mir raus, dann höre ich es mir einfach an. Aber nach ein paar Jahren kommt es wieder. Wenn ich so Musik von mir ein paar Jahre nicht höre, dann höre ich die wie beim ersten Mal so, auch wenn ich die nicht gemacht hätte. Aber wenn ich die jetzt so vor ein, zwei Jahren geschrieben habe, ist immer, brauche ich erstmal wieder Abstand dazu. Okay. Wir sind vorhin schon mal auf eure EP eingegangen. Ayome, die kann man sich free downloaden unter ayome.de. Das war ein Projekt, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ihr wart, glaube ich, 6 Tage in eurem Studio, habt 6 Beats bekommen und darauf sind jetzt knapp, ich glaube, 3 Features waren das. Ja, es sind 3 Features. Einmal der Shaq, Carter und Peter Dischkow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Richtig. Wer sind die drei Herren, beziehungsweise die eine Dame? Shaq ist, also jetzt mal chronologisch abzuarbeiten, Shaq ist auch ein Teil von den Bounce Brothers, auch einer der Produzenten von den Bounce Brothers, auch ein sehr guter Freund von uns, der auch mit uns abhängt, und der kam spontan in diesen 6 Tagen ins Studio, am ersten Tag sogar direkt vorbei und hat die Hook aufgenommen. Kata ist auch eine befreundete Sängerin von uns, die mittlerweile in Salzburg wohnt. Und zu dem Zeitpunkt war sie gerade im Umzug und hat es aber trotzdem hinbekommen, noch schnell dieses Feature aufzunehmen. Okay, cool. Und Peter Dischkow ist ja auch ein bekannter Sprecher, den wir kennen. Und er hatte mal in unserem Studio Sprachproben aufgenommen für eine Sprecherkartei. Okay. Und als wir den Song gemacht haben, den letzten Song, Agatha Christie, sind wir so durch die, wir hatten eine Beat gehört, das hab ich ganz vergessen, und waren so, ey, wir wollen ein Storyteller-Ding drauf machen, wir haben Bock, ein Storyteller-Ding drauf zu machen, und dann, Mann, ey, wir wissen nicht, was, keine Ahnung, es war auch morgens um 6, wir waren total fertig, ja, war der letzte Tag, es war so heiß, die Nachbarn waren so laut vom Studio, das war so krass einfach, und dann haben wir gesagt, ey, scheiß drauf, ich suche jetzt einfach nach Inspiration, und dann habe ich in diesen Sprecherkarteien gesucht, und dann kam dieser Text von Peter Dischkow, den er auch im Intro spricht. Und der hat voll zu diesem Vibe gepasst. Und dann habe ich ihn einfach drüber gelegt und hat 1:1 auf den Beat gepasst. Und ich dachte so, ey, krass, das passt, das ist ein Zeichen, wir machen das jetzt. Das war echt Magic, Alter. Ja, und dann haben wir das Intro genommen, dann habe ich ihn angerufen am nächsten Morgen und sagte halt so, ey, Peter, wir haben da was angefangen, du musst vorbeikommen jetzt schnell, du musst es fertig machen. Wir haben es halt dann weitergesponnen, diese Geschichte. Hört es euch an, das hört sich jetzt sehr verworren an alles. Und dann kam am nächsten Tag vorbei und hat dann den Rest dazu gesprochen. Jetzt nochmal für die Jugendlichen, wer ist Agatha Christie und wie seid ihr auf den Titel gekommen? Agatha Christie ist eine Autorin. Scheiße, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Pippi Langstrumpf, oder? Boah. Scheiße, Digga.
Sag jetzt lieber nichts. Krimis, Alter. Krimis. Krimis. Ich lese nicht so viel, ich lese nur Sachbücher. Ja, die hat Krimis geschrieben, ja. Alles klar. Ihr habt aus der EP zwei Videos entkoppelt, beziehungsweise zwei Videos gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr noch weitere rausbringen werdet. Das ist zum einen, ist das Lamborghini. Was ist ein Lamborghini? Ist das so eine Zusammenführung aus Lamborghini und Ferrari, oder was ist das genau? Richtig erkannt. Okay. Und warum der Titel? Ich glaube, das war so ein alter Opel Astra im Video, oder? Mhm. Was war das? Kein Plan mehr. Wie kam es auf den Titel? War spontan, glaube ich. Es ist relativ spontan, aber da muss ich auch nochmal die Credits abgeben von dem Gründer dieses Wortes. Ja, das stimmt. Marco, servus, der hat früher immer gesagt, ey, wenn... Ich hab's bald geschafft, der hat auch früher bei Nonplus Ultra gerappt. Ich hab's bald gepackt und Jungs, dann hole ich euch mit dem Lamborghini ab. So, das war immer so der Gag. Okay. Und AJ hatte seinen Part geschrieben von, das ist halt einfach so ein Slang-Ding bei uns gewesen irgendwann. Und AJ hatte seinen Part geschrieben von Lamborghini und hat halt da Lamborghini erwähnt. Okay. Er sagt irgendwie Lamborghini vor der Einfahrt oder sowas. Ja. Und Shaq hat das aufgegriffen und hat daraus dann die Hook gebastelt. Und so ist Lamborghini entstanden. Und ja, saugeiler Titel, saugeiles Wort, saugeiler Song. Da ich den Lamborghini vorne im Kopf hatte und mir so wirklich vorgestellt habe, wie kann er aussehen, habe ich ja nicht umsonst zwei bzw. drei Stifte hingelegt. Jetzt möchte ich einmal von euch einen Lamborghini gezeichnet haben. Ach, genau, jetzt sind wir hier bei Let's Draw oder wie hieß das Ding bei Super RTL damals? Du aber genauso, also ihr habt zwei Stifte. Probier's. Boah, scheiße, Digga. Ich hol kurz die kleine Cam, damit wir so eine kleine Action-Cam haben. Los. Warte. Eine Sekunde, warte. Boah, Alter. Scheiße, mach das mal schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter, dass ich hier noch malen muss, Alter. Okay, das muss ich mir Mühe geben, Mann. Fuck, Alter, unverkennbar. Ich gehe mir ein bisschen mit der Kamera rum. Schwierig, Alter. Boah, der Lamborghini sieht ja bei AJ ziemlich LKW-mäßig aus, aber hier sieht ja schon ein bisschen ja, aus. Ich habe viele LKWs auf der Herfahrt gesehen. Ja, auf jeden Fall wichtig ist halt beim Lamborghini, der Lamborghini hat definitiv Flügeltüren. Okay. Also, das stimmt. Das muss er haben, einfach, ja. Die kann ich jetzt natürlich... Scheiße, die Türen habe ich vergessen. So ein Space Lamborghini. Aber ich kann auch nicht malen. Du kannst dick malen, aber... Wir waren da auf dem Spoiler. Ich mache mich, glaube ich, auch zum ersten Mal bei Theo Straßensong. Die neue Marke Lamborghini. Natürlich nicht an andere Marken gesehen. Das ist da keine... Was ist dein Such? Ist das Ferrari-Pferd schon? Oh, du stellst mich bloß, Digga, Alter. Also Malworkshops kann ich danach nicht mehr geben. Alles klar. Ich wollte es eigentlich machen, das war eigentlich mein Dings. Ja, ist schwierig. Also ich habe mal mein Bestes probiert, aber... Okay, jetzt gucken wir uns mal die fertigen Ergebnisse nochmal an. Das ist der Lamborghini von AJ. Und der Lamborghini von... Wie gesagt, der ist auf jeden Fall spritzig. Ja, der ist besser. Aber der ist langweilig. Trifft schon mehr. Ist nicht so charismatisch wie AJ. Trifft schon mehr, der hier. Ferrari fährt. Uiuiui. Okay, nachdem wir die Lamborghini gezeichnet haben und wissen, wie jetzt so ein Lamborghini aussieht, kommen wir zur nächsten Videoauskopplung. Nee, jetzt haben wir gerade das Lamborghini im Hintergrund. Das war... Warte kurz. Die zweite Videoauskopplung, eigener Held. Mhm. Die haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Warum habt ihr euch dazu entschieden, ein Video zu drehen und was hat der Superman da auf sich im Video? Warum haben wir uns dazu entschlossen? Das war spontan, oder? Es war einfach, also für mich einfach und für AJ glaube ich auch, die zwei Songs, die am ehesten auch irgendwie für ein Video prädestiniert waren. Und Eigener Held war ganz anders gedacht, es war viel simpler gedacht am Anfang. Mhm. Weil wir in Lamborghini halt auch so viel Zeit gesteckt hatten und so viel Arbeit gesteckt hatten. Danke nochmal, Julian. Haben wir gesagt, ey, wir machen noch so ein Street-Video für Eigener Held. Haha, lustig. Und unser Label-Boss wird sich dann dort im Superman-Kostüm dann einfach mit dazustellen und wir laufen durch die Gegend und fertig. One Take. So. Okay. Und dann kam eins zum anderen. One Take. Ja, aber dann muss auch ein bisschen Sachen durch die Gegend fliegen. Bam. Dann muss das reinkommen, was wir ansprechen. Das reinkommen. Okay, können wir machen. Und dann haben wir das so gedreht, war alles cool.
Wir haben es auf schwarz-weiß gedreht, mhm, das Video. Weil wir dachten, es wird eh schwarz-weiß, ist cool. Und ich habe einen guten Kollegen, der halt so Visual Effects macht, der Neil Riot, Servus. Und den habe ich gebeten, so, ey, ich sag da so eine Stelle mit Luke Skywalker und einem Laserschwert, glaubst du, es wäre ein Act, so ein Laserschwert? Ach, gar kein Problem, mache ich dir. Boom. Ja, dann haben wir das denen gegeben und die Jungs haben unabhängig angefangen zu arbeiten und zu kolorieren, wieder, mhm, zu kolorieren, Frame für Frame. Und haben dann dieses Werk draus gemacht, was ziemlich krass geworden ist, finde ich. Und dann sogar fast sogar noch besser geworden ist als Lamborghini vom Video her, also anders einfach. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Also es hat sich einfach so riesig entwickelt und dann hatten wir ein krasses Video. Ja. Wird es noch eine Videoauskopplung aus der EP geben? Könnt ihr gespannt sein. Okay. Dann also, checkt auf jeden Fall mal die Seiten von den Jungs ab. Ja, es wird noch etwas geben, aber nicht von der EP, sagen wir es mal okay. So. Ihr habt drei Blocks released aus der Zeit, wo ihr euch da im Studio eingeschlossen habt. Also die drei Blocks habe ich bei euch auf dem YouTube-Kanal gefunden. Wird es da weitere Blocks geben und wollt ihr, das war ja so ein bisschen so, keine Ahnung, es kam so ein bisschen Reality-Show-mäßig rüber, so ihr werdet gedreht, hängt da im Studio ab und da sieht man den Entstehungsprozess von den Tracks. Uns ist voll viel Material verloren gegangen von den Blocks. Also es hätte eigentlich noch viel mehr Blocks geben sollen. Es hätte eigentlich für jeden Tag einen Block geben sollen. Okay. Für jeden von den 6 Tagen. Aber uns ist leider viel verloren gegangen. Auch viel cooles Zeug, was halt ein bisschen schade ist. Ja. Okay. Und werdet ihr in nächster Zeit auch eure Machenschaften dokumentieren? Per Video? Oder wie schaut es aus? Ja, auf jeden Fall. Für Ayume ist es so geplant. Zum Block. Es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Block geben. Und also einen auf jeden Fall noch. Und auch für die Zukunft, wenn Ayume aufgenommen wird, ich denke, wir werden das auch dieses Jahr noch machen. Die zweite Ayume-Platte, wann die dann rauskommt, wissen wir nicht, aber wir werden uns dieses Jahr noch mal hinsetzen. Und da wird es auf jeden Fall auch wieder Videoblogs geben, ganz klar. Aber auch jetzt Videoblogs vom Entstehen und nicht, wie wir zwischenzeitlich irgendwie eine Wurst essen gehen. Okay. Also das Projekt Ayume wird weitergeführt und es war jetzt nicht nur eine einmalige Sache, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es bei der EP endet oder ob ihr jetzt wirklich beide sozusagen eine Kollabo seid, eine Kollaboration? Ja, also es wird weitergeführt. Wir beide sind Ayume, mhm, und Ayume wird doch immer halt in einer Woche abgewickelt und wir kennen die Beats nie. Also das ist das Konzept, okay, dahinter. Das soll auch so bleiben. Ja. Dann auch nur mit eurem Produzenten die Beats oder können ja noch andere Produzenten mit ins Boot reinkommen? Wissen wir noch nicht genau. Also aber es wird immer ein Produzent sein. Also für jede Ayume-Platte wird immer ein Produzent zuständig sein. Und werdet ihr das weiterhin auf EPs halt veröffentlichen oder wird es dann irgendwann ein Album dazu geben? So, keine Ahnung, dass ihr von 6 Tagen auf 30 Tage hochschrauben mal. Keine Ahnung, mal schauen. Mal schauen. Okay. Die Labelarbeit, die haben wir vorhin nochmal ganz kurz durchgekaut und ihr meintet, dass das hier gerade euer Labelmanager, glaube ich, ist. Das ist der Label-Boss. Ja. Ach, Label-Boss. Mhm. So nennt man ihn. was ist das für ein Label? Ist das... Das ist Audio Fat oder was ist das genau? Genau. Das Label heißt Audio Fat. Okay. Aktuell sind 3 Künstler dort gesigned. Das, okay, ist der AJ, Pinschmidt und meine Wenigkeit Misi. Okay. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mit einem Manager von euch bzw. einem Promoter von euch ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Und er meinte, dass der Vega, also der von Freunde von Niemand, sich ein bisschen so um eure Sache kümmert. Stimmt das oder wie schaut es da aus oder irgendwie das Booking oder keine Ahnung? Nein. Also inwieweit besteht da die Zusammenarbeit? Ihr werdet auf jeden Fall auf Tour gehen oder als Vorgruppe da spielen. Also die Zusammenarbeit besteht mit Freunde von Niemand jetzt im Direkten gar nicht. Okay. Also man kennt sich, also ich kenne den Boska, mhm, Servus, aber man hat jetzt nicht viel miteinander zu tun. Es ist einfach nur so, dass wir jemanden haben, der für unsere Presse zuständig ist, mhm, der auch dort Arbeit leistet. Und von daher haben wir einfach die Möglichkeit, jetzt dort mit auf Tour zu gehen. Und da mein Album, mein Misi-Album ansteht, um das auch ein bisschen zu promoten. In welchen Städten seid ihr mit den Jungs unterwegs und werdet ihr bei ihrem Auftritt dabei sein? 5 Städte, ne? 6. Braunschweig auf jeden Fall als erstes. Freiburg. Mannheim, okay. Aachen, Aschaffenburg. Aschaffenburg. Irgendwas habe ich vergessen. Waren es 6? Nee.
wenn ich einfach bei, keine Ahnung, bei Eventim googeln oder schauen und dann sich einige Tickets besorgen, um sich die Jungs reinzupfeifen. Was sind eure Zukunftspläne? Also was ist in nächster Zeit musikalisch geplant? Ja, einfach Sachen rausbringen und gucken, was halt passiert. Viel, viel Output haben auf jeden Fall, viel rausbringen, ja. Ist das heutzutage wichtig, dass ein Rapper viel Output hat? In letzter Zeit haben die Rapper ja wirklich so die Autorität an sich gezogen, da es YouTube-Kanäle gibt, da es Facebook-Kanäle gibt, dass TV fast schon ausgestorben ist und man alles übers Internet lenken kann und die sich sozusagen selbst darstellen und nicht mehr auf andere sozusagen angewiesen sind. Damals musste man bei MTV anklopfen und wenn die Nein gesagt haben oder irgendwie ein Radiosender Nein gesagt hat, war man weg vom Fenster. Heutzutage kann man sich ja selber darstellen. Also wie wichtig ist das heutzutage für einen Rapper bzw. einen Künstler? Also ich denke mal, da gibt es kein Erfolgsrezept, aber Output generell halte ich für sehr wichtig, damit man einfach in den Köpfen der Leute bleibt und einfach auch wahrgenommen wird und halt auf die Karte kommt, sage ich mal. Mhm. Ja. Und für dich, also wie findest du das, dass viele Rapper schon fast als YouTuber agieren und ihren kompletten Alltag dokumentieren? Ja, habt ihr ja in den Blogs auch mehr oder weniger gemacht? Ja, ich habe da so eine gespaltene Meinung so ein bisschen. Ich beschäftige mich da auch viel damit momentan. Allerdings, es wird auch jetzt da, glaube ich, wieder eine Gegenbewegung geben oder eine Entwicklung geben, die da wieder zurückgeht, weil die Leute auch keinen Bock mehr haben, dir dabei zuzuschauen, wie du die Eier rasierst oder keine Ahnung. So. Ich finde es einfach so ein bisschen, das ist so eine Overdose von dem ganzen Kram. Mhm. Also. Und jetzt jüngstes Beispiel, Motrip hat irgendwie vorgestern angekündigt, dass ein neues Album rauskommt, Mama, und heute kommt das erste Video raus, bumm, ist da, einfach da, top, super Entwicklung. Ich stehe mehr auf sowas, aber natürlich muss man halt jetzt irgendwie wirtschaftlich gucken, wie kriegt man dann die Hörer dazu oder wie generiert man Fans durch Persönlichkeit, ist man als Rapper mittlerweile einfach nur noch eine Actionfigur, ja, die halt so da ist und die dann irgendwie alles Mögliche macht, damit man irgendwie im Gespräch bleibt, oder will man durch Musik überzeugen, kann man als Newcomer nur mit Musik überzeugen, also als Newcomer, weil für euch da draußen sind wir Newcomer. Das ist halt eine schwierige Sache und damit beschäftige ich mich auch gerade. Bin eigentlich gegen jetzt dieses plakative Eier rasieren jetzt, also ich bin nicht das Beispiel, no homo. Aber es ist einfach so, ich bin gegen dieses Ganze zu schaustellen, ich mache jetzt dies und das. Mhm. Aber es ist halt schwierig, da so eine richtige Gratwanderung, so, das ist eine Gratwanderung einfach. Mhm. Ja. Also wird es von dir keine Schminkvideos geben, wie das bei anderen YouTuberinnen? Definitiv nicht. Es gibt ein paar im Netz, die könnt ihr suchen, die haben wir wieder runtergenommen. Ihr habt vorhin schon erzählt, dass ihr natürlich lange Musik macht. Was für Tapes sind da vielleicht in den Regalen unterwegs, beziehungsweise was für Tapes schwirren da im Internet rum und wo kann man noch alte Musik bekommen? Von uns jetzt Sachen? Genau. Also auch von euren Einzelsachen. Also wo wir beide drauf sind, es gibt das Nonplusultra-Album Machtverschiebung, das war unser erstes Nonplusultra-Album, und es gibt die EP Machtwechsel. Zu mächtig. Zu mächtig. Da, also das ist jetzt das Nonplusultra-Ding. Ich habe noch mit dem JMF, Skyline Records, wenn das dir was sagt. Leider nicht, aus Frankfurt. Schon auch aus Frankfurt. Mit dem habe ich 16:9 aufgenommen, das war eine EP, das ist schon ziemlich lang her, ich glaube das war 2003. Ja, es gibt hier und da einzelne Parts von mir auf verschiedenen Tapes und ich habe selber zwei Alben im Internet released. Ja, aber die findet man momentan nicht mehr, ich werde die aber wieder hochladen. Alles klar. Und bei dir, Misi? Ja. Schämst du dich für alte Songs? Es ist ja oft so, dass einige Rapper da sind, irgendwie Sachen, die vor 7-8 Jahren rausgebracht haben, wo die sagen, ey, das soll keiner mehr hören, keiner mehr auffinden. Und die, das ist ein großer Akt, die ganzen Dinger dann bei YouTube rauszufischen. Wie sieht es da bei dir aus? Also stehst du so zu einer alten, wie soll man sagen, Jugendsünden oder alten guten Songs? Ich stehe auf jeden Fall dazu. Ich habe damit kein Problem, weil ich sehe das immer in Anbetracht der Zeit, in der das entstanden ist und als Momentaufnahme. Und von mir gibt es auch auf jeden Fall von den besagten Sachen, die AJ jetzt gesagt hat, auch das ganze Zeug von Nonplusultra. Und vor Misi war ich Mr. Marius, da habe ich auch ein Album rausgebracht, das hieß Erlkönig, das war 2010. Danach Der König ist tot, das war 2012. Und jetzt kommt bald mein nächstes Album, das heißt Trifft. Aus dem einfachen Grund, weil ich dort verschiedene Künstler treffe auf dem Album. Und also Feature. Ja, und das ist eigentlich so meine Release-Vita in dem Fall. Aber ich schäme mich nicht für die alten Sachen, im Gegenteil. Ich höre das ganz gerne, ich höre das dann halt nostalgisch. Aber man hört das auch analytisch, dann geht halt dran, so Gott, was habe ich damals für einen Mist gemacht? Warum habe ich nicht damals mal eine Pause gemacht? Warum habe ich meine Stimme so gepresst? Was ist da los? Aber ansonsten ist es doch cool. Also
Das ist das, was man jahrelang gemacht hat. Schämen tue ich mich auch nicht. Es ist eigentlich schön, es ist ein bisschen wie ein Tagebuch so. Dann denkst du, ah krass, in dem Sommer, wo ich das Lied gemacht habe, habe ich das und das mit dem erlebt. Und ja, also schämen auf gar keinen Fall. Okay. Ey, du hast gerade schon erwähnt, dass du ein Solo-Album rausbringen wirst, trifft. Also wann, für wann ist das angekündigt und wen wirst du da treffen auf der Platte? Das Album wird jetzt in der nächsten Zeit rauskommen. Da gibt es noch keinen festen Release-Termin. Aber, stehen die Songs schon? Die Songs stehen schon, Mix Master ist fertig, alles. Also, wir müssen jetzt nur noch gucken, wie wir das genau wann wie rausbringen. Aber wird sehr bald sein und auch nicht mit einer riesen Vorlaufzeit mit Eier rasieren. Okay. Und von daher ist es sehr bald. Die Features sind eigentlich alles Leute aus meinem Umfeld. Mhm. Also AJ ist drauf, die alten Jungs von Nonplusultra sind drauf, Sharif, ein Sänger, ist drauf, Jonesmann ist auch drauf. Timatic, ein Kollege aus London, ist drauf, zweimal, also auch englischsprachige Rapper sind drauf. Ich will jemanden vergessen. Kasa aus Frankfurt ist drauf, Runde. Rola ist drauf, auch aus Frankfurt oder Offenbach, je nachdem. Ich müsste jetzt nochmal reinschauen, ich habe bestimmt jemanden vergessen, aber es sind auf jeden Fall. Die Leute natürlich nachgereicht. Ach genau, Dr. Knarf ist drauf, natürlich. Okay. Ja, auf jeden Fall einige Leute sind drauf. Ist auf jedem Track ein Feature. AJ, bei dir steht da auch etwas Solomäßiges an. Mhm. Ja, also ich habe ein Album mit dem Sharif gemacht, der ist ein Sänger, was wir jetzt dieses Jahr auf jeden Fall rausbringen werden, und ich bin gerade dabei, auch Solo-Projekte zu machen. Ja, aber da ist jetzt noch nichts spruchreif. Das war auf jeden Fall mal ein interessanter Einblick in euren Werdegang bzw. in eure Mucke. Wenn ihr euch die EP runterladen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Diesmal nicht illegal, sondern ganz legal auf ayume.de. Genau. Was sind eure letzten Worte an eure Hörer, Fans, Supporter, Hater vielleicht auch? Ich übergebe euch am besten mal das Mic. Erstmal an dich, Misi. Nimm es am besten in die Hand, bitte schön. Ach so. Die letzten Worte. Zieht euch Ayume auf jeden Fall. www.ayume.de. Dort gibt es kostenlos. Wir verlosen hier jetzt auch nochmal für euch die CDs in physischer Form. Ich sage einfach mal, wir verlosen 5 Stück. Ja. Und ein extra Paket mit unserem wunderbaren Zaubertrank, Ayume Energy Zaubertrank und CDs dazu. Was gibt's da? Was können wir da für ein Gewinnspiel machen? Bilder einschicken, ne? Lamborghini-Bilder. Ja, oder genau. Zeichnet einen Lamborghini. Und schickt uns oder postet das Ding bei Tor Straßensound, beziehungsweise markiert uns da auch. Ja, perfekt. Also zeichnet einen Lamborghini, zeigt, dass ihr es viel besser könnt als wir, und markiert TV Straßensound, und ihr bekommt eventuell den Hauptgewinn oder vielleicht auch nur einzelne Ayume-CDs, die ihr dann euch an die Wand nageln könnt und die CD natürlich in den CD-Player hämmern könnt. Und die letzten Worte, sonst nichts. Lamborghini geht klar. TV Straßensound heute aus Hannover mit den beiden Jungs von Ayume. Und am besten nochmal ganz konkret ein Lamborghini zeichnen, das Interview mit dem Interview teilen, und dann werden wir es schon mitbekommen. TV Straßensound markieren bei Facebook. Wir sind raus. Ciao. Macht's gut.